Hier im Europäischen Parlament arbeiten 7 sehr unterschiedliche Parteienfamilien. Was uns dennoch über alle ideologischen Grenzen hinweg eint, ist, dass wir uns sicher alle nur ein Europa in Frieden für die Zukunft vorstellen wollen. Und mit diesem Bild eines friedlichen Europas vor Augen setzen uns wir aus der S&D-Fraktion für eine positive Weiterentwicklung der Europäischen Union ein, und zwar konsequent auf Basis von Grund- und Menschenrechten und von Rechtsstaatlichkeit. Gerade dieses gemeinsame Hinarbeiten auf unsere Werte hat vielen Menschen in Europa über einen sehr langen Zeitraum hinweg ein friedliches Leben mit positiven Zukunftsaussichten verschafft. Jetzt müssen wir miterleben, dass vieles ins Wanken geraten ist. Allem voran der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und der Klimawandel, aber auch die Digitalisierung und die damit verbundenen Umwälzungen am Arbeitsmarkt und die aus Krieg und Klimawandel resultierenden Migrationsbewegungen. All das hat unser Sicherheitsgefühl und unseren positiven Blick in die Zukunft stark beeinträchtigt. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir es schaffen können, Europa wieder in ruhigere Gewässer zu steuern. Und zwar dann, wenn wir es gemeinsam tun und uns durch nichts davon abbringen lassen, die Verwirklichung der Grund- und Menschenrechte auch und gerade im Lichte dieser großen Umbrüche unbeirrt weiterzuverfolgen. Und wenn wir den Mut aufbringen, jenen Einhalt zu gebieten, die kein Interesse an einem Europa der Werte haben. Wir müssen uns jeglichem Rechtsstaatsabbau konsequent und kraftvoll entgegenstellen. Wenn wir so handeln und auch klar kommunizieren, dann wird es eine gute Zukunft für Europa geben.